Was ist Ihrer Meinung nach der Grund, warum Chodorkowski A. verhaftet wurde und B. seitdem mit mehr oder weniger fingierten Prozessen so lange in Haft gehalten wurde? Ah ja, genau, das Letzte. Also ich habe ja Chodorkowski im Brief auch die Frage gestellt und habe ihm alle 10 oder 12 Thesen, die ich selber gehört habe, nochmal vorgestellt und habe ihn gefragt, was er glaubt, welche der wirkliche Grund ist, warum er im Gefängnis ist. Und er hat gesagt, der Grund ist, weil er die russische Opposition unterstützt hat. Ich glaube, das ist ein Teilgrund. Ich glaube auch einfach, es geht um Geld. Die wollten seine Firma haben. Aber der wirkliche Grund, warum, und ich glaube, das war ein Männerkonflikt. Ich glaube wirklich, wenn es zwei Frauen gewesen wären, Putina und Chodorkowskine, dann wäre es nicht so weit gekommen. Also es ist echt so ein Macho-Männer-Ding. Wer hat das meiste Geld, wer ist der Coolste und so. Aber letztendlich ist er bestraft worden, weil er aus einem System der Mitschuld raussteigen wollte und es wurde ihm nicht erlaubt. Alle, die reich sind und die Macht haben, sind auch schuldig. Alle. In Russland auf jeden Fall. Und deswegen musst du die Schuld tragen und auch die Möglichkeit des Messers haben, die anderen auch zu stechen. Das heißt, niemand darf sich entschulden. Und Chodorkowski wollte raus aus diesem Teufelskreis und das wurde ihm nicht erlaubt. Was den Start der Jagd auf ihn wirklich war die Provokation von Chodorkowski vor allem offen zu sagen, dass Putin die Korruption im Staat deckt. Das war der Start. Aber was es dann zum Überlaufen gebracht hat, könnte sein, das habe ich auch gar nicht im Film drin, weil die ganzen amerikanischen Leute haben nicht mit mir gesprochen, dass der Chevron-Chef Putin ganz stolz gesagt hat, naja, wir kaufen jetzt die Mehrheit von Yukos. Putin war fuchsteufels wütend, aber der Chevron-Chef hat gelogen. Das stimmt gar nicht. Sie hätten eine Minorität bekommen. Und das hat ihn so sauer gemacht, Putin, dass er dann, ja, das ist vielleicht das so eine, das war der Moment, wo er sagt, jetzt müssen wir ihn einpacken. Kommen wir zu Ihren Gesprächspartnern. Am Anfang stellen Sie ja sehr plastisch dar, wie Sie auf eine Mauer des Schweigens stoßen. Dann vertröstet Sie aufs nächste Jahr oder vielleicht übernächste Jahr. Auch Gestalten, die hier immer noch sehr viel Prestige genießen, zum Beispiel Michail Gorbatschow oder auch die einen oder anderen Reformpremiers, ich weiß, aus den 90er Jahren, wollen nicht mit Ihnen sprechen. Aber dann haben Sie doch eine Reihe von Interviewpartnern gefunden. Wie ist es Ihnen gelungen, an Interviewpartner heranzukommen mit Insiderwissen, die bereit waren, vor der Kamera auszupacken? Also alle Leute, die im Film sind, ist ja schon die Spitze des Eisberges, generell massemäßig, aber auch sozusagen, was ich überhaupt geschafft habe, weil eben wirklich die große Mehrzahl der Leute haben nicht sprechen wollen und wenn, dann nicht vor der Kamera. Und zum Beispiel der Ex-Partner, sogar die auf der Seite von Freunden und Partnern von Chodorkowski, war auch genauso schwer. Leonid Nevzel in Israel, da habe ich 2 Jahre gebraucht, um an ihn ranzukommen. Ich musste 3 Leute, die ihn kennen, erstmal interviewen. Haben dann gesagt, Empfehlungsschreiben, E-Mail an Nevzels Assistenten geschickt, der ist doch nicht so schlimm. Und dann nach 2 Jahren hat es geklappt. Also es war sehr ein Ranrobben, Vertrauen bilden, gucken, und die Frage ist ja, auf welche Seite stehst du, weil wenn du überhaupt was machst, machst du es für Geld in Russland. Es gibt keinen unabhängigen Journalismus in dem Sinne, dass du es einfach so machst aus Überzeugung. Und wenn, dann ist der so klein, dass der Kreml keine Angst davor hat. Also Novaya Gazeta, New Times und Echo Moskau sind so die einzigen 3, ehrlich gesagt, die was machen. Und trotzdem noch mit Oligarchen Geld. Aber es wird geduldet, weil man dann im Westen sagen kann, wir haben ja freie Presse. Also es ist schon sehr bewusst, glaube ich, so geduldet. Warum Leute oder Repräsentanten der Partei der Macht nicht mit Ihnen sprechen wollen, leuchtet unmittelbar ein. Interessant ist die Frage, warum hatten auch die Vertreter des frühen Yukos-Konzerns, also die Manager der zweiten, dritten Reihe, die noch offene Rechnungen haben, sie zeigen sehr schön, wie sie Däumchen drehen, in ihren Büros sitzen, darauf warten, dass die Verfahren vorangehen. Warum hatten die Reserven, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen? Ja, Kreml hat mich ich rede noch kurz über Kreml, warum die nicht reden wollten, hat mich schon überrascht, weil damit gibt es immer ein Eigentor, aber der Kreml hat noch nie wirklich rational reagiert. PR-mäßig ist sich auch selber meistens Eigentore gebaut. Überhaupt der zweite Prozess ist ein PR-Eigentor.
Und deswegen muss der Wert für Putin so groß sein, dass er noch im Gefängnis ist, dass er sich solche Eigentore leistet. Der Wert, dass die Abschreckung immer noch funktioniert. Warum die anderen, die Ex-Freunde, die Ex-Jukos-Partner nicht sprechen wollten, hat verschiedene Gründe. Angst, dass ich ein Spion bin vom Kreml. Angst, dass so alte Geschichten, die sie verletzt haben, wieder hochkommen. Also viele haben auch sind hochtraumatisiert. Viele haben die wirklich Verbindung noch zu ihrem Land, aber wollen nach Hause. Gololobov zum Beispiel, der so etwas wild gestikuliert mit der Goldkette, der hat absolutes Heimweh. Also viele leiden wirklich in der Ferne, trotz ihres Geldes, wirklich ein goldener Käfig. Ja, und Konkurrenz. Sachen, die ich noch nicht weiß, dass in Jukos natürlich Konkurrenz gab zwischen verschiedenen Untergruppen, wo auch Geld verschwunden ist. Und viele beschuldigen den einen, dass er eine Million geklaut hat, der andere hat 10 geklaut, der nächste 500. Also da gibt es auch viel, ging's, aber als Jukos zerfiel, hat nicht alles der Kreml geklaut, sondern haben auch ein paar, Geld verschwand halt.